Schwestern und Brüder im Glauben, wir haben in diesem Evangelium gehört, dass der Herr sagt, er hütet euch, einen dieser Kindern etwas Böses zu tun, denn ihre Engel schauen stets das Angesicht Gottes. Ja, durch die Engel ist der Mensch immer mit Gott verbunden und sie schauen stets das Angesicht Gottes. Das heißt, sie melden alles hinauf. Und der Herr sieht alles, auch durch seine heiligen Engel, und behütet und beschützt seine Schöpfung. Gott liebt seine Kinder und will nicht, dass seinen Kindern etwas Böses geschieht. Und deswegen hat er eben auch die Engel, die wir heute an diesem Schutzengelstag besonders verehren, den Engeln, den Menschen zur Seite gestellt. Wir sind nicht allein. Und selbst wenn wir hier nur 35 Köpfe sind, da sind ja noch ein ganzen Haufen Engel unter uns, die mitfeiern diese heilige Messe. Und wenn wir rausgehen auf den Straßen, Engel Gottes sind überall gegenwärtig. Die Heiligen haben das gesehen und erkannt. Ja, die Engel, Schutzengel, haben auch einen Fürsten. Und der heilige Raphael, von dem wir heute schon in dem Vortrag gehört haben, der heilige Raphael wird so als der Fürst, der Schutzengel bezeichnet, denn er ist so der Schutzengel per excellence, kann man sagen. Wir haben von dem Buch Tobit gehört, wie er begleitet hat den Tobias auf seinem Lebensweg, damit er auch zu seiner Frau gekommen ist, zu der Sarah, und wie er auch den bösen Dämon Aschmadai gefesselt hat, sodass der Tobias die Frau zu seiner Frau nehmen konnte, die Sarah, und mit ihr ein glückliches Leben geführt hat. Auf der Reise hat der Engel ihn begleitet, beschützt, Anweisungen gegeben. Und als er sein Werk vollbracht hat, dann hat er sich geoffenbart. Ja, ich bin Raphael, einer der sieben Engel, die vor Gottes Thron stehen. Und dann gibt er zum Schluss eben auch noch Anweisungen. Und das möchte ich noch kurz vorlesen. Das ist das 12. Kapitel im Buch Tobit, Vers 6 bis 10. Der Engel aber nahm die beiden beiseite und sagte zu ihnen, also den Tobit und der Bias, den Vater, Vater und Sohn, preist Gott und lobt ihn, gebt ihm die Ehre und bezeugt vor allen Menschen, was er für euch getan hat. Es ist gut, Gott zu preisen und seinen Namen zu verherrlichen und voll Ehrfurcht seine Taten zu verkünden. Hört nie auf, ihn zu preisen. Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, die Taten Gottes aber soll man offen rühmen. Tut Gutes, dann wird euch kein Unglück treffen. Es ist gut zu beten, zu fasten, barmherzig und gerecht zu sein. Lieber wenig, aber gerecht, als viel und ungerecht. Besser barmherzig sein, als Gold aufhäufen. Denn Barmherzigkeit rettet vor dem Tod und reinigt von jeder Sünde. Wer barmherzig und gerecht ist, wird lange leben. Diese Anweisung des heiligen Engels an Tobit und Tobias, die ist auch für uns eine Anweisung. Gott zu loben und zu preisen, seine Taten zu erkennen und zu rühmen, ihn anzubeten, das ist das, was der Engel Gottes will. Wir sehen oft die Schutzengel als so manchmal so niedliche Engelchen dargestellt und etwas reduziert darauf, dass sie uns möglichst immer schön behüten und beschützen und dass nichts passiert und so weiter und so fort für den Leib. Kein Unfall und so weiter. Aber die Engel Gottes haben einen viel, viel größeren Auftrag noch. Sie sollen eben nicht nur für den Leib schauen, dass uns kein Unheil trifft oder keine Krankheit oder sonst etwas, sondern den Willen Gottes erfüllen sie voll und ganz und sie wollen, dass der Mensch sich mit seinem Gott voll und ganz verbindet. Und das tun wir eben, wenn wir Gott loben, preisen, rühmen, danken, anbeten, wenn wir beten und fasten, wenn wir barmherzig sind, die Werke der Barmherzigkeit tun. Das alles wird auch hinaufgemeldet. Nicht nur das Böse wird hinaufgemeldet, sondern das Gute, und das wird uns da oben
gut geschrieben auf das himmlische Bankkonto. Und es ist besser, sich dort ein Bankkonto anzulegen, als wie hier sich Gold aufzuhäufen, das sowieso dann zum Schluss einmal die Motten und der Rost alles fressen, was hier ist. Und wenn wir hinübergehen aus dieser Zeit in die Ewigkeit, da können wir nichts mitnehmen. Das letzte Hemd hat keine Taschen, so sagt der Volksmund, und das ist auch wahr. Ja, der Engel Gottes, unsere Schutzengel, die wir alle haben, sie geben uns Schutz, Geleit, aber auch Anweisung zu einem Leben verbunden im Glauben, verbunden in Gott. Sie geben uns Führung zur Verherrlichung Gottes, dass der Mensch in seinem Leben eben Gott verherrlicht und dass wir noch viel mehr eintreten dürfen in die Herrlichkeiten des Himmels. Jetzt schon auf Erden haben wir unseren Schutzengel bei uns. Und es ist gut, auf ihn zu hören, wie wir es auch in der Lesung gehört haben, widersetze dich ihm nicht, er wird es nicht ertragen. Denn in dem Engel ist Gott gegenwärtig. Dass im Engel Gott gegenwärtig ist, sehen wir zum Beispiel an meinem Ordensgründer, dem heiligen Franziskus. Der war auch mit den Engeln sehr verbunden und seine Lebensbiografie so liest, alles was so geschehen ist. Und gegen Ende seines Lebens, 2 Jahre vor seinem Tod, erschien ihm ein gekreuzigter Seraph. Ein Seraph sind ja die höchsten Engel, die in Anbetung sind. Und ein solcher Engel erschien ihm und er war gekreuzigt. Und in ihm war eben Gott ganz gegenwärtig, Jesus Christus, der Gekreuzigte. Er erschien dem Franziskus als Seraph und prägte ihm die Wundmale ein. So sehen wir, dass Gott in seinem Engel voll und ganz gegenwärtig ist. Und diese Gegenwart Gottes, die dürfen wir immer bewusst sehen und annehmen und mit ihm leben. Sie sind dienende Geister, die den Menschen zudienen. Und wenn wir so die heiligen Biografien lesen, vor kurzem hat Pfarrer Fim erst ein Seminar über den Pater Pio gehalten. Ja, die Engel waren im Leben von Pater Pio immer gegenwärtig. Mit ihnen ist er verkehrt. Einer seiner Charismen war, dass er die Engel eben wahrnehmen konnte, sie irgendwie sehen, erkennen konnte. Und er sagt auch seinen Schützlingen, seinen geistlichen Kindern, wenn du Hilfe brauchst, dann schick mir einfach deinen Schutzengel. Der kommt dann zu mir und er meldet, was du brauchst. Das ist doch eine wunderbare Einrichtung. Ne? Da muss man nicht mal telefonieren, kostet kein Geld, ist immer da, wunderbar. Und diesen Engel dürfen wir in Anspruch nehmen. Wir dürfen den Engel auch heute schicken. Ja, geh du mal zum Pater Pio, zum Franziskus, geh zum Thron Gottes und bitte ihn um die Hilfe, die ich jetzt gerade nötig habe. Und der Engel Gottes gehorcht uns auch. Der sagt nicht, ach, lass mich mal in Ruhe. Ich habe jetzt gestern erst für dich schon so viel geschafft. Heute muss ich mal ausruhen. Oder ich bin jetzt müde. Nein, der Engel wird nie müde. Denn er steht ständig in der Anschauung Gottes und wird von der Anschauung Gottes ständig genährt. Und wenn wir ihm auch manchmal Mühe und Sorgen bereiten und dass er vielleicht, wenn er uns sieht, manchmal auch ein bisschen grau wird, ne, so wird er doch in der Gegenwart Gottes immer wieder neu erfrischt. Und heute dürfen wir auch um die Erfrischung unserer Engel beten und ihnen danken, dass sie mit uns auf dem Weg sind. Wie er den Pater Pio begleitet hat, den Franziskus, so begleitet er auch uns. Und er will, dass wir vorwärts kommen auf unserem geistlichen Weg. Von der heiligen Gemma Galgani ist berichtet, dass sie mal in Ausgang ging. Und da hat sie irgendwelchen Schmuck getragen, eine goldene Uhr oder so, Klinker an den Ohren. Und dann hat sie sich gefreut an dem Klinkerzeug. Und als sie zurückkommen ist, nach Hause stand ihr Schutzengel da und hat sie nur angeschaut. Und sie sagte, das will ich nicht nochmal erleben, ne? Wie der mich angeschaut hat. Ne? Und da hat sie gewusst, was geschlagen hatte. Und der Engel hat ihr gesagt, der Schmuck einer Frau, einer gläubigen Frau, sind die Tugend und nicht Gold und nicht Perlen und solches Zeug. Und da hat sie sich sehr geschämt und hat sehr versprochen, ja, sie will den Klunker nicht mehr anlegen. Und ihr Schutzengel, so sagte sie, war manchmal recht streng mit ihr.
Aber er hat sie geschult und geleitet, damit sie eben heilig geworden ist. Die Heiligen sind nicht vom Himmel gefallen, die sind heilig geworden. Auch durch viele, viele Mühen und Kreuze hindurch, wie die Gemma Galgani dann zum Schluss auch mit Christus gekreuzigt wurde, all seine Wundmalen getragen hat, aber eine Quelle des Trostes und der Gnade geworden ist für alle, die sie anrufen. Das ist auch eine meiner Lieblingsheiligen, die ich immer täglich anrufe. Ja, auch die heilige Maria Bernarda Büttler, eine Schweizer Heilige, Mystikerin, hat ständig mit ihrem Engel verkehrt. Und das war für sie großer Trost, aber auch eine Herausforderung. Und der Engel, so sagte sie, war auch oft streng mit ihr und sagte, du musst nur Gott vor Augen haben und deinen Blick nicht von ihm wenden und nicht auf die Welt schauen und nicht dieses oder jenes, sondern deine Gedanken sollen immer beim Herrn sein. Und er war recht streng mit ihr, mit dieser Mystikerin, die auch eine Ordensgründerin ist, Missionarin. Und durch sie ist auch viel, viel Segen und Heil in die Kirche Gottes geströmt. Ja, so können wir bei den unzähligen Heiligen das Wirken der heiligen Engel betrachten, wie wir es eben auch in der Heiligen Schrift betrachten können. Denn die Engel sind von Anfang an bei der Erschaffung der Welt erwähnt, mitzuwirken am Aufbau des Reiches Gottes. Sie sind immer erwähnt bei den Propheten, durch das ganze Alte Testament hindurch und auch bei Jesus, als er in die Wüste ging. Am Anfang seines öffentlichen Wirkens hat er erstmal 30 Tage gefastet und da trat ja auch der Versucher an ihm heran und sagte, ja du, wenn du Sohn Gottes bist, dann mach doch mal, dass hier die Steine zu Brot werden. Ne? Oder geh mal auf die Zinne des Tempels und stürz dich runter. Denn es steht doch geschrieben, dass die Engel kommen und dich auffangen würden. Also, aber der Herr ist nicht darauf eingestiegen und hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen, nicht herausfordern. Und die Engel Gottes haben ihm gedient, auch in den Versuchungen, auch am Ölberg, wo er Blut geschwitzt hat, kam ein Engel und tröstete ihn. Engel war in seinem Leben bei der Auferstehung dabei, Engel in der Apostelgeschichte. Engel sind immer da, zu jeder Zeit. Warum hat man sie so auf der Seite gelassen, auch in unserer katholischen Kirche? Von den Reformierten ganz zu schweigen, die verehren sie sowieso nicht. Aber auch in der katholischen Kirche wurden die Engel, ja, das ist so süßes Zeug, da braucht man das überhaupt noch. Ne? Und dann, was ist gekommen, was haben wir jetzt? Die ganze esoterische Welle. Ne? Da kommen die Engel, werden wir raufgeholt. Ne? Ja, da wird alles mit den Engeln. Engelkarten, Engel dieses und jenes. Aber sie sind losgelöst von dem König der Engel, von Jesus Christus. Und dann kommen eben nicht die Engel Gottes, die bei ihm geblieben sind, sondern es kommen die gefallenen Engel, Luzifer, der Lichtträger, der dann eben zum Satan geworden ist. Er kommt dann in der ganzen Esoterik nach vorne und dann werden die Engel da verehrt und sie meinen noch, das seien die Guten, dabei sind es die Gefallenen. Ja, Schwestern und Brüder, da brauchen wir unbedingt den Geist der Unterscheidung, dass wir können unterscheiden die guten Engel Gottes von den Bösen, von den gefallenen Engeln. Die, die Treue zum Herrn halten, die sind bei Jesus. Und die anderen, die haben sich selbst abgespalten und sie wollten es selbst sein. Und der Engel Gottes erhebt sich niemals, sondern er gibt immer Gott die Ehre. Nur die gefallenen Engel, die wollen selbst verehrt werden. Ne? Die stellen sich nach vorne, ja, wir sind es. Ne? Und dann musste der Luzifer doch erkennen, niemand ist wie Gott. Michael, wer ist wie Gott? Nein, du bist nicht wie Gott. So wurde er gestürzt auf die Erde. Jetzt haben wir ihn halt bei uns. Und wir müssen uns bewähren. Im Kampf stehen wir mit den Engeln Gottes, den guten Engeln, bekämpfen wir, das heißt besser gesagt, Christus bekämpft in uns dem Bösen, dem Satan, dem Teufel. Und mit den Engeln Gottes können wir siegen, aber wir brauchen die Demut des kleinen Kindes. Wie Jesus im Evangelium gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, kommt ihr nicht in das Himmelreich. Die Kinder, die verehren ihren Schutzengel, wenn man von ihnen erzählt, haben gar keine Mühe, weil sie klein sind und groß hinaufschauen.
Wenn der Mensch so erwachsen wird, mehr und mehr denkt er, ich bin selbst groß und ich kann auf die anderen runterschauen und brauche dieses oder jenes gar nicht mehr. Ja, das ist falsch gedacht. Wir sollen immer demütig sein, demütig bleiben, klein sein wie die Kinder. Wie wir es von der heiligen Teresa vom Kinde Jesus sehen, die wir gestern gefeiert haben. Ja. Diese kleine Frau wurde so groß, wunderbar in den Augen Gottes, weil sie eben so klein war und weil sie einfach nur die Liebe leben wollte. Die Liebe zu Gott, zu Jesus Christus, ihrem Bräutigam und zu den Menschen, weil Gott ihnen den Menschen auch zur Seite gegeben hat. Ja, und zum Schluss Maria, die Königin der Engel. Ja, sie ist die Königin, die die Engelwelt regiert und die sie aussendet in die Welt, da und dort überall hinzugehen, um uns armen Sündern zu helfen, damit wir den Weg des Heiles beschreiten, damit wir hinaufkommen und damit wir keine Angst haben. Denn die Engel Gottes sind auch jetzt bei uns, auch in dieser gegenwärtigen Corona-Krise da. Ne? Der Engel Gottes, dem kann der Virus nichts anhaben. Ne? Und wenn wir mit ihm richtig verbündet sind, müssen wir auch keine Angst haben. Wir können vorsichtig, können wir schon sein, sollen wir auch sein, aber nicht Angst haben, denn Gott hat auch diesen Virus in seiner Hand letztlich. Ne? Und uns alle und unser Leben ist bei ihm aufgehoben. Und die Engel Gottes schützen uns auf unserem Lebensweg, dass wir eben das Ziel erreichen. Und wir sollen nicht in Angst und Panik sein wegen diesem Virus oder wegen sonstiges Zeug, sondern wir sollen im Glauben und Vertrauen den Herrn umso mehr loben und preisen, rühmen und anbeten, wissend, dass der Herr die Macht hat über Himmel und Erde, über alles und jedes Knie sich auch beugen muss im Namen Christ, im Namen Gottes und bekennen muss, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Amen.